sie fühlte. Sie fühlte, dass die Zeit gekommen ist, ihren Beitrag zu leisten, um die Welt zu verändern. So begann sie sich zu bedanken für all die Geschenke, die sie in ihrem Leben erhielt, statt sich zu beklagen, was sie alles darin vermisste. Dann begann sie ihrem Spiegelbild Komplimente zu machen, statt es zu kritisieren, wie sie es sonst tat. Darauf bot sie jedem, der in ihrer Wohngegend an ihr vorbeilief, ihr Lächeln, unabhängig davon, ob sie zurücklächelten. Mit jedem neuen Tag, an dem sie dies tat, wurde es zur Gewohnheit. Mit jedem neuen Tag lebte sie mit mehr Dankbarkeit, Akzeptanz und Güte. Und tatsächlich begann sich die Welt um sie zu verändern, weil sie sich dazu entschieden hat.